Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um Hashtag Peak Oil oder einfach darum, dass selbst die großen Ölkonzerne mittlerweile sagen, ja, diese Energiewende, die schreitet halt voran und wir müssen ein Teil davon werden und eben nicht abwarten, dass praktisch die Vergangenheit wieder zurückkommt und alle die gute alte Welt wieder da ist. Nein, nein. Warum ich das jetzt mache, dieses Video, ist vor allem natürlich auch, weil ich öfters mal sage, naja, die Wirtschaft an sich, die Energiewirtschaft, die ist an vielen Stellen der Politik sogar voraus. Wir hatten das gerade in der EEG 2021 Novelle, dass wir viele Stellen hatten, an denen praktisch der Gesetzgeber, das Parlament, die Politik dort Rahmenbedingungen aufgeschrieben haben, die für niemanden gut waren. Und auch an ganz vielen Stellen die Politik irgendwie hinterherhinkt und langsamer ist als die wirtschaftliche Realität. Denn tatsächlich, die meisten Unternehmen, die in der Energiewirtschaft unterwegs sind, sind sich ja bewusst, wie die Zukunft aussieht und auch schon, wie man heute nachhaltiger Geld verdienen kann, als eben mit den klassischen Fossilen. Und tatsächlich ist es jetzt wieder ein schönes Beispiel. Noch im Februar, ihr könnt es hier sehen, ist ja vom 11. Februar, hat Shell als einer der größten Mineralölkonzerne der Welt Folgendes gesagt. Die Headline hier bei CNN ist ja, Shell sagt, dass die Ölproduktion ihren Höhepunkt oder ihren Zenit erreicht hat und jedes Jahr weniger wird. Und wenn man dann so ein bisschen runtergeht, dann sieht man eben, ja, okay, Shell sagt also, dass die Ölproduktion, aber auch die Kohlenstoffemissionen, also CO2 und Co., ihren Höhepunkt erreicht haben, ihren Zenit überschritten haben und jetzt nach und nach weiter runtergehen, weil unter anderem Shell selbst eben immer weniger fossile Brennstoffe erstmal fördern und dann aber auch weiter in den Markt bringen wird. Dann kann man so runtergehen, die sagen, dass sie etwa 1-2% jedes Jahr jetzt weniger Öl überhaupt produzieren möchten und dass dementsprechend ihre CO2-Emissionen schon im Jahr 2018 den Zenit überschritten haben und ab jetzt nur noch weiter runtergehen. Shell sagt selbst, sie wollen bis 2050 keinerlei Treibhausgasemissionen mehr ausstoßen. Das ist ja auch so ein Ziel, was viele sagen, es müsste eigentlich optimalerweise sogar noch schneller gehen. Wir sehen auch, dass verschiedene andere Marktteilnehmer wie BP oder auch Total übrigens sehr Ähnliches sagen, teilweise sogar noch ein ganzes Stück progressiver unterwegs sind als hier in dem Beispiel Shell. Diese großen Konzerne haben nämlich eingesehen, dass ja nicht nur die regulatorischen Rahmenbedingungen, wie zum Beispiel CO2-Bepreisung, die ja nun seit 2021 gilt, hier den Markt nun mitbestimmen werden, sondern dass natürlich auch die Kunden, die Konsumenten nicht nur eine Entscheidung auf ihrem Status quo heraus entscheiden, sondern vielleicht auch mal einen Schritt weiter denken und die Preiseffekte von Erneuerbaren noch immer greifbarer werden und man sich eben heutzutage schon mal ganz schnell dafür entscheidet, vielleicht finde ich eine Möglichkeit, die klimaneutral ist, weil die eben auch langfristig weniger kosten wird, ja, zum Beispiel keine Emissionskosten, aber auch, weil sie an vielen Stellen ohne Brennstoff auskommt. Wenn ich mir meinen Strom vom eigenen Dach von der Sonne produzieren lasse, brauche ich für diesen Strom keinen Brennstoff. Wenn ich meine Wärme vielleicht auch noch irgendwie mit dem Strom von meinem eigenen Dach erzeugen kann, umso besser. Und dann brauche ich mir praktisch nicht einmal im Jahr mein Heizöl liefern lassen oder was auch immer. Genauso geht es ja weiter in Richtung Elektromobilität, wenn man versuchen kann, dort eine eigene Produktion des Antriebs praktisch herbeizuführen, dann muss man gar nicht mehr so viel draußen tanken. Ja, dann geht auch dort natürlich der Umsatz in diesen klassischen Geschäftsfeldern zurück. Das sind so Dinge, die passieren dann einfach mit der Zeit. Aber was ja noch viel, viel spannender ist, was nämlich diese Konzerne jetzt machen, die müssen sich ja auch langfristig aufstellen. Die müssen ihre komplett fossilen Geschäftsmodelle der Vergangenheit umstellen, weil sie wissen, damit verdienen sie immer weniger. Und wenn sie sich drauf weiter einsetzen, das nur noch zu machen, diese klassischen fossilen Wertschöpfungsmöglichkeiten weiter nur noch als einziges für sich selbst aufzustellen, dann ist klar, dann werden sie mit jedem Jahr weniger Geld verdienen und dann werden sie irgendwann ernsthafte Probleme bekommen, sei es in der Liquidität oder dann eben auch im Willen ihrer Investoren immer noch mitzuspielen, ja, oder dann eben auch irgendwann mal die Geschäftsführung abzusetzen. Und dementsprechend haben diese
großen Konzerne, diese großen Mineralölkonzerne, die aus einer fossilen Welt kommen, schon Milliarden an Dollars abgeschrieben für eben diese alten fossilen Infrastrukturen. Sie sagen in ihren eigenen Forecasts, dass die Ölnachfrage nie wieder steigen wird. Wir haben ja auch den Effekt während der Corona-Pandemie, dass eben genau die Preiseffekte für zum Beispiel Kohle, aber eben auch für Öl und Co. tendenziell immer schlechter für die Produzenten werden oder auch für die Kraftwerksbetreiber im Kohlebereich werden, weil genau diese Nachfragerückgang-Effekte, die wir nun gesehen haben während der Pandemie, ist ja klar, weniger Industrieverbrauch und Co., die wirken sich am negativsten natürlich für die unflexiblen Kraftwerke aus und dementsprechend haben wir dort wirklich großen, großen Schaden und viele dieser Häuser müssen sich da schnellstens umstellen. Und was jetzt hier schlussendlich unter anderem zu sehen ist, diese ganzen europäisch einschlägigen Unternehmen wie Shell, BP, Total und Co., die gehen es also doch einige Schritte weiter nach vorne, sich neu aufzustellen, während die Amerikaner, also Exxon zum Beispiel oder auch Chevron, dort noch ein bisschen sich zurückhalten und eher versuchen mit CO2-Auffangtechnologien zumindest die CO2-Kosten in der Zukunft ein bisschen zurückzuhalten, aber haben noch nicht so wirklich ihr Kerngeschäft neu modelliert. Das wird also in der Tendenz relativ spannend. Der letzte Absatz hier ist dann nochmal richtig interessant, denn Shell sagt unter anderem auch, sie werden in Zukunft viel mehr Strom verkaufen wollen als klassische Mineralölprodukte. Und tatsächlich ist ja Shell, genauso wie auch Total, genauso wie auch die anderen, ein Stromanbieter in Deutschland, von dem man eben auch sich dort beliefern lassen kann. Das ist also hier auch genau der Weg, der weiter steigen soll. Sie sagen selbst, bis 2030 wird 18% des Ölumsatzes verschwinden. Ne? Also der wird einfach zurückgehen und andere Unternehmen sagen ja noch von deutlich mehr. Ne? BP sagt, es ist 40% bis 2030, was hier zurückgehen wird. Dementsprechend wollen sie zum Beispiel in diesen Strombereichen viel, viel, viel mehr machen. Und da wird es jetzt spannend, welche großartig interessante neue Pressemitteilung wir nämlich haben. Die Next-Kraftwerke, die kennen wir natürlich alle als den größten Betreiber eines virtuellen Kraftwerks in Deutschland mit über 8.000, 9.000 Anlagen, die ja auch unter anderem bei meinen Zuschauern bestimmt interessant sind, weil die hier jede Menge Wissensbeiträge schon immer auch veröffentlicht haben und auch so einen regelmäßigen Marktreport. Die Next-Kraftwerke wurde jetzt zu 100% übernommen von der Shell. Das ist richtig spannend. Jetzt ist also der größte Betreiber eines virtuellen Kraftwerks mit tausenden erneuerbaren Energieanlagen zu 100% jetzt Eigentum des Shell-Konzerns. Next-Kraftwerk hat das schon klargestellt, es wird sich operativ nichts ändern, die Geschäftsführung, das Personal, wird alles gleich bleiben. Shell ist jetzt nur eben Eigentümer. Das ist natürlich durchaus interessant, weil sich Shell hiermit natürlich auch nochmal ein wirklich richtig krassen Player der erneuerbaren Welt einverleibt hat, nachdem die, und das ist noch eine ältere Pressemitteilung, nachdem die ja im Februar 19 Sonnen übernommen hatten, was ja ein oder einer der interessantesten Speicherhersteller in Deutschland ist, die also da an vielen Stellen mit Tesla mindestens gleich auf sein wollen, wenn nicht sogar die besseren Technologien bieten wollen. Die gehören nun eben auch zu Shell. Neuerdings außerdem Next-Kraftwerke. Und wenn man diese Meldung sich so anschaut in der Kombination mit jetzt der großen Meldung von der CNN von gerade eben, Mineralölproduktion runter und CO2-Emissionen runter, aber dafür vielleicht mehr Stromverkauf in der Zukunft. Das sind jetzt genau die Schritte, die richtig spannend sind, sich eben auch in diesem erneuerbaren Stromsektor richtig stark weiter aufzustellen. Die Finanzkraft einer Shell, einer internationalen Shell, ist jetzt natürlich auch etwas Interessantes für die Situation von Next-Kraftwerke. Mal schauen, wie sich die in den nächsten Jahren weiterentwickeln werden, wie die vielleicht wachsen werden, wie die sich vielleicht noch positionieren werden mit ihrer erneuerbaren Stromportfolio im Rahmen vom Regelenergiemarkt und so weiter sind die ja sehr, sehr stark unterwegs. Mal schauen, was sich jetzt vielleicht unter der neuen ja auch finanziellen Möglichkeiten mit der Shell dort ergeben werden. Das ist super spannend. Ich will also mit diesem Video noch einmal zeigen, die
Branche bewegt sich von alleine. Da passieren Dinge und es fließt da auch richtig viel Geld in Richtung der Erneuerbaren und in Richtung der Energiewende, in Richtung des Klimaschutzes und Umweltschutzes. Das passiert mehr oder weniger auch von alleine, weil es ist natürlich auch eine Imagefrage. Und wenn ein Konzern sich so aufstellen kann mit diesen Corporate Social Responsibility Rahmenbedingungen, hey, wir stehen für Nachhaltigkeit, dann haben die Vorteile am Markt gegenüber ihren Mitbewerbern, weil einfach Kunden sowas als wichtig erachten. Das ist nun mal so heutzutage. Es gibt auch immer noch die Zahl, dass mindestens ein Viertel aller Deutschen sich aktiv für einen Ökostromtarif entschieden haben. Aktiv dafür entschieden haben, nicht durch Zufall, sondern aktiv. Und das ist nur Stand heute. Ne? Das wird tendenziell noch mehr werden. Gerade auch, weil die im Regelfall auch nicht mehr Geld kosten als andere Tarife, sondern einfach nur mittlerweile fast schon in eine Selbstverständlichkeit sind. Ja, ich will also sagen, die Branche bewegt sich auch von alleine und selbst wenn sich der Gesetzgeber in Deutschland wirklich schwierig anstellt, eine EEG-Novelle sinnvoll aufzustellen, jetzt kommen ja die nächste EEG-Novelle ist ja nun angekündigt für noch dieses Jahr, eventuell noch für vor Ostern, das glaube ich jetzt schon nicht mehr, aber zumindest im zweiten Quartal werden wir schon wieder einen neuen Entwurf sehen für das EEG, weil so ein paar Sachen definitiv noch weiter geändert werden müssen. Und da haben wir ja oft genug drüber geredet, vieles einfach nicht progressiv genug war, um ja auch die Realität abzubilden. Von daher, das ist insgesamt eine gute Nachricht, ne? Und dass auch so oft diese großen Mineralölkonzerne sagen, wir gehen jetzt genau den Weg der Nachhaltigkeit, so sehr wir es können. Man muss immer noch betrachten, Shell hat immer noch, genauso wie alle anderen, riesigen Anteil an fossilen Produkten heute, aber auch die wissen, sie müssen sich verändern. Und das ist auf jeden Fall ganz, ganz spannend. Ebenso spannend, was jetzt erst dieser Tage bekannt geworden ist, hier 25. Februar 2021 ist diese Pressemitteilung, dass Shell also Nextkraftwerk übernimmt. Spannend, spannend. Habt ihr Fragen oder Meinungen dazu? Gerne unten in die Kommentare. Ansonsten wie immer, like das Video und abonniert den Kanal. Und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.